Ich habe zum dritten Mal Akito in einen Zwangsurlaub geschickt und ich sage euch, die heutigen Shortcuts sind nicht mehr von dieser Welt. Ey, da fehlen mir echt wirklich die Worte, aber seht selbst. So, kommen wir zur ersten Strecke von heute und zwar Big Blue. Diese Strecke wird nämlich richtig häufig in den Kommentaren vorgeschlagen. Aber die Frage ist, wie können wir jetzt die komplette Map hier skippen? Denn das müsste an sich möglich sein, wenn man sich die Minimap anschaut. Okay, wir sollten zumindest da drüben landen können. Mal gucken, ob das geht, ob das klappt, ob wir da so rüberkommen. Oh yeah. Oh Gott, Yoshi, du musst wieder auf die Fahrbahn drauf kommen. Alter, okay, das hat schon mal geklappt. Aber ich möchte mehr skippen. Okay, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, hier so abzuspringen. Aber vielleicht mit einem Drift. Mit einem Drift in die andere Richtung. Dann sollten wir an sich das easy packen. So, komm. Vielleicht auch noch einen Pilzboost, einen Pilzboost. Und jetzt, ja, fliegen auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Oh Gott, wir müssen ein bisschen navigieren. Wir müssen da lang. Wir müssen auf jeden Fall da lang. Ich muss mich ein bisschen nach der Minimap richten. Oh nee, ein bisschen wieder da lang. Okay, wir müssen da auf die Map drauf wieder. Geht das überhaupt? Können wir da überhaupt landen? Können wir da überhaupt landen auf diesen... Das ist doch komplett senkrecht. Wie sollen wir darauf landen? Oh Gott, Yoshi. Okay, Yoshi kann auf jeden Fall drauf landen. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben die komplette Map geskippt. Okay, ein Stück müssen wir noch fahren, aber... Oh mein Gott, Yoshi, warum guckst du so komisch? Warum machst du so komisch nach links und nach rechts, hä? Guck dich das mal an. Alter, alle fliegen so richtig hier durch. What? Einfach in der Raumstation. Yoshi auf dem Weg zum Mars, um endlich vom Affen wegzukommen. Ich muss echt sagen, die Strecke hat sich richtig gelohnt, aber wir haben noch andere krasse Strecken für heute. Und zwar hat Nini vorgeschlagen, teste mal, ob es auf der Strecke Bad Parkour krasse Shortcuts gibt. Und ei ei, Captain, das wird gemacht. Dem Yoshi ist keine Aufgabe zu schwer. Und ich überlege direkt, ob hier vielleicht direkt schon am Anfang ein Shortcut ist, wenn wir hier einfach so rüber? Okay, wir glitschen durch die Wände. Okay, vielleicht von dieser Zahnpastatube aus können wir vielleicht darüber mit einem Pilz. Ah, nee, das klappt nicht ganz. Ah ja, der Reiniger. Oh, okay. Aber hier kann mich... Obwohl, lol, ich kann hier durch die Wand. So, dann springen wir nämlich jetzt hier links an der Seife vorbei und gehen hier durch die Wand durch, die irgendwie unsichtbar ist oder durchsichtig und können einfach hier in der Badewanne drin landen. Alter, geil. Aber es gibt hier noch einen anderen Shortcut, der mir einfällt und zwar mit diesem schönen Gleiter hier. Und zwar müsste man ja an sich, wenn Lakitu nicht da ist, könnten wir einfach hier gechillt mal rüberdüsen. Oh mein Gott, oh. Oh mein Gott, what? Yoshi, geht's dir gut? Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt haben wir natürlich hier auch diese Fontäne hier. Damit soll's doch klappen. Damit soll's doch easy klappen. Yo! Alter, geil! Damit kann man natürlich auch ein gutes Stück Strecke wegskippen. Jetzt kommt aber auch noch eine sehr interessante Idee, und zwar von Bugma. Und zwar würde ihn extrem interessieren, was sich eigentlich in dem Klo versteckt. Und da bin ich tatsächlich auch neugierig, was sich genau in diesem Klo drin versteckt. Wir finden's raus. Versteckt sich etwa Mario da drin oder doch eher der Affe? Mal schauen, wer sich in diesem Klo versteckt. Wir gehen rein. Okay. Ich dachte, da versteckt sich irgendwie Mario drin oder so. Aber man kann einfach durch das Klo durchfahren, ey. Das ist mir so in meinem Leben auch noch nicht passiert, dass ich durch ein Klo einfach durchfahren kann. Aber Mario Kart macht es möglich. Boah, ich bin im krassesten Versteck auf der Welt. Holy shit, hier findet mich keiner in dieser Glaskugel, wo ich nicht mehr rauskomme. Wie bin ich überhaupt hier reingekommen? Wie bin ich in diese Glaskugel reingekommen? Ich komme hier nicht mehr raus. Lasst mich hier raus. Der nächste Shortcut kommt von Paul. Und zwar schreibt er, ob ich auf der Map Vulkangrollen mal ausprobieren könnte, ob ich mit dem Gleiter die ganze Map skippen kann. Aber Bro, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man mit irgendeinem Gleiter hier die komplette Map skippen kann. Also, mir fällt zwar ein Gleiter gerade ein, mit dem man auf jeden Fall was skippen kann, aber ich glaube nicht die komplette Map. Da muss ich dich leider enttäuschen. Aber wenn ihr noch weitere Strecken habt, die ich unbedingt mal ohne Lakitu ausprobieren soll, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Like da, damit ich sehe, dass ihr Bock habt auf einen weiteren Part. So, den Gleiter, den ich testen würde, wäre auf jeden Fall der hier. Damit können wir, glaube ich, nämlich hier einfach rüberfliegen. Oder das Game stürzt ab. Das ist die andere Alternative. Aber hey, ihr müsst Verständnis haben. Meine japanische AliExpress-Switch macht irgendwann bei diesen ganzen krassen Shortcuts nicht mehr mit. Aber beim zweiten Versuch klappt's doch, oder? Einfach rüber. Ja. Okay, ich glaube, die Strecke ist einfach nicht für ohne Lakitu gemacht. So, der nächste Shortcut kommt von Mr. BMX Biker. Und zwar schreibt er einfach nur
der Flughafen. Und ehrlich gesagt, mehr muss er auch nicht schreiben, denn ich weiß genau, was sein Vorschlag ist. Und zwar habe ich mir auch schon häufig gefragt, ob das funktioniert. Und zwar, wenn man hier bei diesem Gleiter hier vorne einfach mal hier nach links rüberspringt. Und geil, wir kommen rüber. Wir kommen direkt wieder auf die Fahrbahn rüber. Alter, was ist das? Was ist das wieder? Was ein brutaler Skip. Kann ich hier auf der Map fahren, ist die Frage. Das ist mir noch eine andere Frage. Oh mein Gott, hier kann ich wieder auf der Map fahren. Wirklich, die älteren Maps sind es halt auch einfach. Da wurde halt auch echt Liebe reingesteckt. Guckt euch das mal an. Wir können hier bei den ganzen Flugzeugen uns die genau angucken. Nicht wie die neuen Maps, die hinzugekommen sind, wo du nirgendwo langfahren kannst. Oh, ich frage mich gerade, kann ich hier rein? Was passiert, wenn ich hier reingehe? Was passiert, wenn ich hier reingehe, wo die Kisten reingehen? Hä? Was ist das? Einfach eine schwarze Wand, aber es geht hier nicht weiter. Ein Pilzboost einsetzen? Okay, es passiert nichts. Okay. Die nächste Strecke, die wir ausprobieren, ist meine Lieblingsstrecke. Und zwar kommt sie von Mick mit den Affen als Profilbild. Schon mal über einen Profilbildwechsel nachgedacht? Er schreibt nämlich, bitte als nächstes die königliche Rennpiste. Alter, ich fahre sie jedes Mal so gerne. Wirklich, ist ein Traum, diese Strecke. Aber was ist hier auf jeden Fall die Shortcut? Und zwar habe ich eine ultra krasse Shortcut. Die werde ich nämlich jetzt nehmen. Passt auf! Zack! Okay, kleiner Spaß, denn der Shortcut, den ich euch an sich zeigen möchte, ist bei dem Gleiter. Und zwar mit Lakitu können wir ja leider nicht links lang fliegen. Und vielleicht ohne Lakitu können wir auf diesen Bergen landen und eine extrem krasse Shortcut nehmen. Wir probieren es aus, Yoshi. Komm, gib dein Bestes. Keine Fake-Berge, keine Fake-Berge. Lass uns drauf landen. Oh Gott, es sind keine Fake-Berge. Und wir können wieder auf der Fahrbahn landen. Alter, let's go. Das ist allerdings nicht der einzige Cut, den wir mit dem Gleiter machen können. Und zwar können wir noch einen zweiten machen. Dafür müssen wir nämlich einfach nur uns hier runterfallen lassen. Und zack, sind wir wieder hier on the track. Oh, wir fahren aber rückwärts. Oh, Yoshi muss in eine Richtung fahren. Aber es ist ein sogenannter Long Cut. Da verliert er natürlich Zeit. Deshalb nutzlos. Nun kommen wir vielleicht zur wichtigsten Frage in ganz Mario Kart. Und zwar kommt sie von Fabian, der sogar den MKZ-Tag drin hat. Ehrenmann. Und zwar fragt er sich, kann man auf der Rainbow Road auf der Erde landen? Wir springen einfach mal jetzt hier gleich direkt runter, sogar mit einem Pilzboost, und versuchen da auf der Erde zu landen. Auf dieser riesengroßen Erde. Kommen wir zurück auf die Erde. Yoshi möchte zurück in seine Heimat. Schafft er es? Schafft er es zurück in die Erde? In die Erde? Auf die Erde. Er schafft es nicht. Er wird zurückteleportiert. Und das Ganze gilt, by the way, auch für die N64 Rainbow Road. Da ist genau das gleiche Problem. Da kann man nämlich leider auch nicht in dieser wunderschönen Stadt landen. Sehr schade, aber naja. Die nächste Strecke, die gründlich auf Shortcuts geprüft wird, kommt von Alexander. Und zwar schreibt er auf der Strecke Waluigi's Flipper. Und ich muss sagen, die Strecke hasse ich auch wie die Pest. Diese Pinballs sind der größte bodenlose Dreck. Schauen wir aber mal, was wir für krasse Shortcuts nehmen können. Vielleicht können wir ja bei dieser Boost Ramp hier abkürzen, wenn wir hier, zack, okay, das war nix. Vielleicht in die andere Richtung. Wir hätten in die andere Richtung gemusst. Nein, wir hätten in die andere Richtung gemusst. So, wir müssen jetzt hier nach links abspringen. Das müsste es an sich sein. Oh Gott. Wo landen wir denn hier? Okay, wir haben einen kleinen Teil geskippt. Ich dachte, wir könnten vielleicht hier unten bis ganz zum Flipper kommen. Aber ich habe noch eine andere Idee, weil es ist mir gerade aufgefallen, vielleicht können wir schon viel früher einen Shortcut nehmen. Und zwar genau hier. Zack, zack. Oh mein Gott. Wir fahren komplett out of map. Wir fahren komplett out of map. Kann ich einen Stunt machen? Okay, nein. Schade. Und wir sind im Flipper drin. Wir sind direkt im Flipper drin. Beziehungsweise wir sind nicht mal im Flipper drin. Wir fahren hier oben lang. Ey, das ist ein richtig geiler alternativer Weg. Guck mal, wir haben gar kein Problem mit den ganzen Kugeln. Jetzt fahren wir hier wieder auf die Strecke drauf. Let's go. So, probiere ich hier jetzt nochmal komplett runterzukommen. Vielleicht geht das jetzt diesmal. Wenn ich... Oh, das ist auch nice. Oh mein Gott. Ich habe einen kleinen Jump da mitgenommen. Aber ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit den ganzen Kugeln. Ich glaube, der Shortcut ist gar nicht mal so einfach, weil man halt auf dieser Bande da landen muss. Aber dennoch finde ich den Weg, wo man out of map fährt, deutlich besser. Denn der ist nämlich nicht nur einfacher, sondern habt ihr auch das Problem mit den Dreckskugeln nicht. So, die nächste Idee kommt tatsächlich von Mikes. Und ich möchte einfach mal die Strecke Vancouver ausprobieren. Denn ich möchte mal schauen, was man hier für krasse Shortcuts nehmen kann. Boah, es ist halt wirklich bei diesen Strecken, ist halt überall durchsichtiger Boden. Okay, nicht nur unsichtbarer Boden, hier sind auch unsichtbare Wände, die hingezimmert haben. What? Die Strecke ist ja komplett fake. Ich expose gerade hier die komplette Strecke, Mann. Guck dir das mal an, hier sind überall unsichtbare Wände. Was ist das für ein Scheiß? Kann ich auf die Yacht drauf? Sag mir wenigstens, ich kann auf die Yacht drauf. Nein, die Yacht ist auch fake. So, nach jahrelangem Suchen habe ich endlich eine Shortcut gefunden. Zumindest glaube ich, dass es eine ist. Und zwar glaube ich, dass ich von hier mit einem Pilz da so rüberspringen kann. Komm, Vancouver muss mal zeigen, was es kann als Strecke. 3, 2, 1, go! Überall ist unsichtbarer Boden. Überall. Egal, wo du hinguckst, überall Fake-Boden.
Nach dieser Enttäuschung muss jetzt echt mal wieder ein Banger kommen. Also Marcel Davis, enttäusch uns nicht. Und zwar schreibt er, ob man den Gleiter nehmen kann und dann komplett rechts durch den Wald abkürzen kann. Und das Ganze können wir tatsächlich einmal ausprobieren, solange du meine Internetleitung richtig zum Laufen bringst. So, wir müssen es hier natürlich komplett rechts halten, damit wir hier durch den Wald fliegen können. Deshalb setze ich mir den Rechtsdrift an und zack, rein in den Gleiter. Rein in den Gleiter, rein in den Gleiter, rein in den Gleiter. Und wir können hier abkürzen. Oh, pass auf. Yoshi, können wir hier rüber? Oh, geil. Wir können mit einem Pilz können wir da rüber. Ohne Pilz wird das natürlich da kritisch. Jetzt frage ich mich auch noch, ob man vielleicht noch über die komplette Burgmauer fliegen kann. Ich setze dafür alle meine drei Pilze gleich mal ein. Und dann müssten wir mit etwas Geschick über die Burgmauer drüber kommen. So, let's go. Erster Pilz. Zweiter Pilz. Oh, das sieht gut aus. Dritter Pilz. Let's go. Alter, wir können sogar über die Häuser noch drüber fliegen. Oh, Bruchladung, Bruchladung im Gras. Aber sehr nice. Die nächste Strecke, die auf Shortcuts geprüft werden soll, kommt von Fußballzone, und zwar die Musikstrecke. Vielleicht schon direkt hier am Anfang, wenn wir jetzt einfach hier so zack rüber. Nein, aber ich habe noch einen anderen Plan. Denn meine zweite Idee ist es, hier gleich einmal kurz einen Gap Jump zu machen. Und zwar hier so rüber. Oh, das sieht gut aus. Oh, lol. Ich könnte darauf fahren. Alter, das hat fast geklappt. Wir sind auf dieser Trommel gelandet. Das war echt knapp. So, zweiter Versuch, Yoshi. Jetzt schaffst du es. Jetzt schaffst du es. Komm. Okay. Wir müssen natürlich genau auf diesen einen kleinen Teil da lang fahren, weil sonst stoßen wir halt gegen diese Kante da. So, Yoshi. Konzentrier dich. Mach's Beste raus. Oh, warum ist es denn jedes Mal so scheiße knapp, Mann? Das Ding ist, 200 CCM wäre jetzt übel easy. Aber jetzt auf 150 geht das safe. Komm, das ist es doch. Oh mein Gott, das war knapp. Aber geschafft, Mann. Alter, sehr nice. Auf welcher Strecke ich allerdings extrem große Erwartungen habe, ist die Strecke Varius Abfahrt. Und zwar kam die ja schon im letzten Part dran, aber es gab einen neuen Vorschlag. Und zwar von Goosewing. Er kam nämlich auf die kranke Idee, einfach die komplette Map vom Start aus zu skippen. Das sind also insgesamt drei komplette Runden. Also wenn das klappt, ist das die krasseste Shortcut auf dem Planeten. Wir müssen hier lang. Oh mein Gott, wenn wir wirklich hier durchfahren können, dann ist es die krasseste Shortcut. Alter, also wenn... Oh mein Gott, wir sind direkt schon hier stuck. Wo flitschen wir denn hin jetzt? Ich dachte, das klappt, Mann. Aber, und er schätzt niemals einen Yoshi. Der kommt nämlich einfach mit der doppelten Geschwindigkeit jetzt hier an. Komm, Yoshi, go! Gib dein Bestes, komm! Über die Berge drüber, über die Berge, ja! Ja! Komm, das muss wirklich echt klappen. Das ist die krasseste Shortcut überhaupt, wenn es klappt. Die wir je in diesem Format hatten. Komm, Yoshi, gib Gas! Gib Gas, gib Gas, ja! Ja, komm. Flieg ins Ziel. Flieg ins Ziel. Oh mein Gott, warum sind wir so langsam? Bewegen wir uns überhaupt? Ich habe das Gefühl, wir sinken nur. Wir bewegen uns gar nicht mehr vorwärts. Wir glitschen durch die Berge durch. Jo, das war's. Ey, ich sag so, wie es ist. Ich gebe immer noch nicht auf. Komm, Yoshi, gib Gas. Gib Turbo. Gib Turbo. Oh, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Bitte fall wieder nicht zurück. Wir fallen zwar ein bisschen zurück, aber wir waren noch nie so weit. Schaffen wir es? Oh, es sieht super gut aus. Können wir hier vielleicht schon stehen? Ist hier kein Fake-Boden? Bei den Häusern? Wir landen noch bei den Häusern. Ah, nein, leider ist da auch Fake-Boden. Okay, Yoshi, jetzt gib nochmal richtig Gas. Komm, Sprung, let's go. Komm, Pilze alle einsetzen. Und jetzt Bewegungssteuerung an. Let's go. Und jetzt ein bisschen nach rechts lenken, um das auszugleichen wieder. Okay, ich muss jetzt wirklich gut gucken, in welche Richtung wir genau fliegen, weil es echt immer super komisch. Komm, das muss doch so passen. Das muss so passen. Bitte, Yoshi, lass mich nicht in den Stich. So, jetzt einfach nur noch gleiten lassen. Und gucken, ob wir auf der Strecke aufkommen. Es sieht echt richtig gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Oh, wir kommen drauf. Wir kommen drauf. Ich sag's so, wie es ist. Wir kommen drauf. Let's go. Let's go, Mann. Alter, nice. Oh mein Gott. Wie lange saßen wir jetzt daran? Alter, was ist das? Ey, ich taufe diesen Shortcut den Mike's Wingcut. Er geht zwar nur auf 2000 CCM und ohne Lakito und mit Bewegungssteuerung, aber immerhin, er geht. So, das war schon leider wieder mit der heutigen Folge. Hier kommt ihr nochmal zu den ersten beiden Parts. Und lasst auch wie immer gerne ein Like für eine weitere Folge da und ein Abo, damit ihr sie natürlich nicht verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und haut rein.